In Österreich sind Kanzler Sebastian Kurz und seine Regierung gestürzt worden. Bei einer Sondersitzung im Nationalrat sprach eine Mehrheit der SPÖ und der FPÖ-Mitglieder Kurz und der Regierung das Misstrauen aus. Kurz sagte, die Gründe hierfür seien nicht nachvollziehbar. Vor wenigen Tagen war noch das Ziel, mich als Bundeskanzler abzuwählen. Und vielleicht als Taktik durchaus verständlich. Aber jetzt auch noch die ganze Regierung stürzen zu wollen, wenige Monate vor einer Wahl, das ist etwas, das kann, glaube ich, niemand in diesem Land nachvollziehen. Im September sollen Neuwahlen stattfinden. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte den Misstrauensantrag eingebracht. Ein verantwortungsloser Umgang mit dem Staatsamt bildet den Boden für Misstrauen. Herr Bundeskanzler, Sie und Ihre ÖVP-Regierung genießen das Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten nicht. Konkret warf die SPÖ der Regierungspartei vor, die Opposition nicht eingebunden zu haben. Es ist das erste Mal in der Zweiten Republik, dass ein Kanzler auf diese Art und Weise durch ein Misstrauensvotum abgewählt wurde.